So, wir haben die Schutzhütte erreicht. Moin, 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 hier grüße ich euch. Ein paar Kollegen habe ich hier wieder getroffen natürlich. Moin. Moin. Der Nico? Niklas. Niklas und? Karl. Karl. Die wollten heute auch hier übernachten. So wie immer. Habt ihr wie in den Videos davor auch gesehen, treffe ich immer wieder Leute hier, die sich hier im Harz begnügen. Und sich ein schönes Wochenende machen, so wie ich und B-Boy, B-Boy und ich. Und den Stempel hole ich mir nachher noch, denn diesmal habe ich mein Buch nicht vergessen. Wuhu, ziemlich dunkel hier, aber Lichter habe ich ja dabei. Und dann gibt es noch heute eine Überraschung. Also bis später. So, eine kleine Erkundungstour. Was bleibt hier hoch? Bergsteiger B-Boy. Oh. Ich vermute mal, hier ist ein Säulen oder so eingestürzt hier drunter. Und dass deshalb hier so eine Senke ist. Hier ist was eingestürzt? Ich denke mal ein Stollen. Ein Stollen? Stollen. Bergwerk. Ah, okay. Ich dachte eine Stulle. Nein, Spaß. Ja, cool. Sieht nice aus hier. Boah. Ohne diese einheimischen, korrekten Jungs hier, hätte ich das gar nicht gemacht. Oh, krass. Hier können die Steine aber auch runterkullern, ey. Krass. Ja, genau. Das meine ich. Boah, da ist ein Auto da unten, ne? Da unten ist halt der Eingang zum Bergwerk. Boah, krass, die Sonne da hinten. Ah, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass man den nochmal sieht, so neblig und diesig, wie es jetzt ist. Kleine Snackpause. Ich mache mir noch einen kleinen Tee, denn ich habe doch unten schon einen fetten Salat gegessen, wie ihr gesehen hattet. Und mein Standardbrenner wieder. Bei den Jungs gibt's, was gibt's bei euch? Nudeln mit grüner Pesto. Nudeln mit grüner Pesto. Auch geil. Ja. Aber geht schon ganz schön ab, ne? Könnte man mal runternehmen. Aha. Müssten auch bald durch sein. Ja, sieht gut aus. Du hast schon gegessen. So, das ist unser Schlafset. Das ist eine sehr große Variante, vor allem würde ich sagen. Ja, mag ich ja auch. Heftig, ey. Den Biwaksack hast du selber genäht, hast du ja gesagt, ne? Genau. Interessant. Und ja, Isomatte ist auch sehr groß, aber dafür sehr konform. Thermarest ist immer gut, die Marke. Mhm. Auf jeden Fall. Und du hast hier ganz schlicht einfach Isomatte und Schlafsack. Aber habe ich letztes Mal auch genauso gemacht. Ne? Ich habe mir auch genauso draußen einfach gepennt. Ey. Das hat dann gereicht. Im Sommer reicht das auch vollkommen aus. Wenn es jetzt das Bein runter ist, dann sollte es auch gehen ohne Biwaksack. Ja, genau, dann geht das eigentlich. Ne? Wir haben ja eine Schutzhütte, wo keine Kieselsteine sind. Deswegen ist das noch völlig in Ordnung. Ich bin ein bisschen insektenempfindlich. Deswegen habe ich hier so einen Insektenschutz mit dabei. Ja, so viel dazu. Dann bis später. So, in der Vergangenheit hatte ich ja immer Tee und Zucker mit. Und Plunchi und so ein Scheiß, habt ihr alles gesehen. Diesmal hatte ich mich halt für den Ghetto-Streusel-Zitronen-Zuckerpulver entschieden. Einfach so mit der Hand rein hier in der Wildnis. Einfach so gemacht hier. Und der ist echt geil im Sommer, ey. Viel besser als so ein Tee. Oder was heißt besser? Das ist einfach
weil es auch so warm ist, praktischer. Herrlich. Pigo, er hat seinen Schlafplatz gefunden. So, wir haben uns schon in die Schlafkoje begeben. Und somit endet der heutige Tag. Mit einem schönen Lagerfeuer, einen entspannten Abend wieder gehabt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen. Bis morgen.